Ich verwende ja jede Menge Module auf meiner Anlage. Das heißt, meine kleine Anlage, die ich hier in meinem Zimmer habe, die gerade mal 5 Meter groß ist oder irgend sowas. Ja, klein. Es ist klein, ohne Quatsch. Aber ist egal, ich verwende jede Menge Module auf meiner Anlage. Ihr wisst es vielleicht oder ihr werdet es kennenlernen, wenn ihr mich jetzt zum ersten Mal sehen werdet. Und diese ganzen Module wollen mit Strom versorgt werden. Ich habe das eine ganze Weile gemacht, indem ich meine Module mit Federkontakten versehen habe. Das habe ich da gemacht, wo einheitliches Licht leuchtet. Das habe ich dann bis zu 4 oder 6 Kontakten gemacht, dass ich eben dann in dem Fall ein paar verschiedene Lichter ansteuern kann. Heute mache ich so, ich baue ein 25-poliges Steckersystem unter ein winziges kleines Modul, und das hat den Grund, dass ich mein Häuschen, was ich in den letzten Tagen gebaut habe, wo ihr auch auf Modell Creation den Bau verfolgen könnt übrigens, da habe ich entsprechend mein mehrere Stromleitungen. Das heißt, ich habe eine richtig dicke Leitung, die zeige ich euch am Ende des Videos nochmal, die praktisch jedes Häuschen einzeln anspricht. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Ich bin Uli und los geht's. Jeden Freitag 16 Uhr, ihr wisst, bin ich für euch da und zeige euch, was ich auf der letzten Woche auf meiner Modellbahn gemacht habe. Jetzt habe ich mich genug verhaspelt, warum auch immer, aber ist ja auch egal. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, was ich mache. Da habe ich nämlich dieses Modul abgenommen. Wir sehen es ja, wo ich da gerade dran rumarbeite. Da musste ich nämlich, damit ich diesen fetten Stecker reinkriege, das ist ja der statische Teil hier rechts, wo auch die ganzen Weichensteuerungen drunter liegen, oben angebaut, paar sind unten angebaut, und da muss ich die Putties, mit denen ich die grünen LEDs der Signale in der Helligkeit regeln kann, die haben mich ein bisschen gestört, weil ich diesen dicken Stecker sonst da gar nicht mehr untergebracht habe. Was wir nämlich jetzt hier auch nicht sehen, auf der linken Seite, wo die Signalbrücke, genau da unten drunter, ist ein Loch durchgebohrt, das geht also einmal durch, und damit kann ich praktisch das Hauptmodul, das linke, wo die Zangen drauf liegen und das Werkzeug, das kann ich ja hochheben. Und das kann ich damit stoppen. Ja, da kommt so ein Stab durch, der das praktisch hindert, dass man das hochheben kann. Das ist, muss auch noch da rein. Das sehen wir jetzt hier nämlich gerade gar nicht. Und wie gesagt, aber hier sehen wir den Stecker. An diese Stelle soll er hin. Und das ist dieser 25. Nee, habe ich 25 gesagt? Das ist nicht 25, das ist 15-polig. Ich möchte meine Aussage von vorhin revidieren und ich behaupte jetzt das Gegenteil. 15-polig, oder? Ja, 25 geht um das Hauptmodul. Mensch, das bin ich ja hier völlig. Das nennt man mal wieder Vorbereitung, oder? Naja, ist egal. Jedenfalls 15-polig muss ich reinschicken. Ich brauche für das Häuschen, für das eine Häuschen, was ich jetzt nachher draufsetzen will oder wo ich es platzieren möchte, brauche ich 7 Adern und nachher noch einen gemeinsamen Pluspol. Hier sehen wir jetzt den Stecker. Wer jetzt nachzählen will, der kann das jetzt gerne tun. Das sind also keine 25. Naja, ist egal. Das Ganze klebe ich mit Heißkleber fest, mache noch eine schöne Kante ringsrum, dass es auch mal den Zug aushält, wenn ich es einfach mal abrupfe. Da bin ich Experte für sowas. Und damit das hält, also das habe ich jetzt schon öfters gemacht, das hält. Hier sehen wir es nochmal. Ich mache jetzt das Modul auf mit diesem kleinen Henkel hier vorne dran, kann das abziehen. Und jetzt hätte ich ja das Problem, wenn da oben was drauf sitzt, wie es ja auch kommt, wo ich die vielen Leitungen brauche. Mein Häuschen hat ja nun mal die vielen Adern unten dran. Das heißt, das sind, wie gesagt, die 7 plus 1. Das heißt, alleine 8 Litzen gehen von dem Häuschen weg. Dann kommt ja vielleicht noch eine Wegbeleuchtung. Auch da habe ich verschiedene Modi. Wenn ich die einschalte, manche flackern so ein bisschen, bis sie angehen. Manche flackern so ein bisschen im Betrieb, dass das eben so alles ein bisschen alt und wie auch immer wirkt. Und da brauche ich eben entsprechend viel verschiedene Leitungen. Das habe ich jetzt über dieses Kabel gelöst. Das macht sich ganz hervorragend, weil ich das auch kompakt nach hinten leiten kann, ohne dass ich meine Weichensteuerung damit störe. Ihr wisst ja, das sind ja mit Holzstäbchen und mit Federdraht und so ganze verschiedene Sachen nach hinten geleitet. Hier sehen wir jetzt das ominöse Häuschen. Wie gesagt, den Fertigbau könnt ihr euch auf meinem Zweitkanal angucken. Ich verlinke ihn ab und zu mal. Und auf der Endcard und unten ist er auch verlinkt. Schaut vorbei, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dort kommen immer mal interessante Projekte. Hier sehen wir es jetzt. Ich habe erstmal getestet. Ich bin ja immer wieder sehr, sehr mutig gewesen. Ich habe das ganze Häuschen gebaut in, ich sag's mal, mehreren Tagen. Das ist ja Lasercut. Das habe ich ja selber gemacht. Also die mich kennen, wissen das mit Sicherheit alle. Und habe die LEDs eingebaut. Pro Raum eine.
immer als Deckenbeleuchtung, damit es nicht blendet, wenn man es von unten macht oder von hinten, ist doof. Es scheint ja selbst jetzt schon das Licht raus. Das ist natürlich bis zum gewissen Maße völlig in Ordnung. Aber wenn es zu hell raus scheint, also wenn da wie ein Flutlicht aus dem Haus rauskommt, das geht gar nicht. Also habe ich auch alles dimmbar gemacht, das werde ich euch gleich noch zeigen. Aber wie gesagt, hier wollte ich erstmal wissen, geht's denn überhaupt, weil ich ja nicht eine getestet habe. Das erzähle ich euch zum Schluss des Videos, was ich da mal gemacht habe, damit ich das mal so ungefähr wusste, wie es aussieht. Hier sehen wir es, jetzt habe ich einen anderen Raum noch angeschaltet. Ich finde dieses warmweiße Licht mit diesen, jetzt habe ich ein bisschen gedimmt, seht ihr das, jetzt mache ich es hell und dunkel. Und so kann ich die Räume dann auch noch einzeln alle einstellen, damit es eben auch schön warm und wohlig auf der Modellbahn aussieht und nicht irgendwie wie so ein Scheinwerfer. Hier sieht man jetzt die Garage in diesem Häuschen, die leuchtet natürlich auch hier. Hier sieht man wunderschön, wie ich das dimme, auch wenn man nichts weiter sieht als das kleine Karree da hinten. Ich habe wirklich völlige Dunkelheit gemacht. Ich habe die Hand an meinen Dimmer gelegt und habe das eingestellt. Zum Regeln des Ganzen. Ich hatte es ja versprochen, dass es heute mit zur Sprache kommen wird, verwende ich diese, ich habe es kurz eingeblendet, eben diese Platinen, die habe ich mir gekauft im Fünferpack. Da waren sie ein bisschen günstiger und Fünferpack auch deswegen. Ich habe da 16 verschiedene Ausgänge, die ich programmieren kann. Ich habe mich für eine Variante entschieden, die ich mir eingestellt habe. Das kann man also durch die Druckknöpfe da oben machen, auf der rechten Seite. Und habe dann mich für eine Variante entschieden, wo ich praktisch zwei Einfamilienhäuser beleuchten kann mit dieser Platine, wie wir sie jetzt hier hätten gerade sehen. Das Ganze ist, wie ich gerade geschrieben habe, nur ein Testaufbau. Also ich, das ist nicht meine Endlösung, die ich gerade hier mache, aber ich muss es ja mal wenigstens probieren und ich wollte es euch zeigen und ich muss ja auch selber wissen, ob es überhaupt funktioniert. Hier steht schon, die 16 Ausgänge bei 5 Platinen sind natürlich insgesamt 80 verschiedene Variationen, die ich meinen Gebäuden auf meinen Häusern bieten kann. Ich habe also vor, dass diese 5 Platinen noch mit unter mein Hauptmodul drunter kommen. Und entsprechend dann verschiedene, wie soll ich jetzt mal sagen, also wenn man jetzt mehrere Häuser nebeneinander sitzen hat und es wäre ja doof, wenn die dann gleichzeitig bei dem Haus das Licht und das, also immer so gleichzeitige Lichter an und ausgehen, das wirkt dann so ein bisschen künstlich. Es ist künstlich. Aber ich wollte es eben gerne so haben, dass diese Gebäude wirklich durch die 80 Variationen so schön geschaltet werden können, dass eben kein System erkennbar ist irgendwo, sondern die Häuser wirklich wie in einer natürlichen Stadt oder in einem natürlichen Gebiet die Fenster, das Licht an und ausgeht. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, 5 Platinen. Ansonsten hätte ja auch eine gereicht. Ganz ehrlich, die LEDs fressen so wenig Strom, dass man eine Platine durchaus verwenden kann und macht dann mit dieser einen Platine, steuert man alle Gebäude an, die man hat. Es sind ja 16 Anschlüsse, kann man auch machen. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will nicht so viel ausgeben, dann kann man das machen. Die sind aber nicht teuer, die Platinchen. Also ich hätte sie selber bauen können, aber warum sich das Rad neu erfinden? In dem Fall habe ich gesagt, nö, das kaufst du. Und ist es eine relativ einfache Schaltung, muss man sagen. Wenn man selber bauen will, ist das durchaus möglich. Aber kam, glaube ich, ein Zehner. Beim Fünferpack habe ich 55 Euro oder sowas bezahlt. Also bin ich ehrlich, brauche ich nicht. Deswegen habe ich das eben jetzt so gemacht. Hier sehen wir im Hintergrund übrigens, während ich schwatze, wie so die einzelnen Gebäude, die einzelnen Räume an und ausgehen. Ich habe es auch mal gedreht, dass man sich das so angucken kann. Und die Geschwindigkeit des Ganzen kann man noch verändern. Hier ist eine relativ hohe Geschwindigkeit. Also so schnell möchte ich nicht, dass das sich ändert. Ich will also, dass die einzelnen Räume, wie soll ich sagen, sich länger leuchten irgendwo. Und dann habe ich auch noch vor, aber das muss ich mal sehen, wenn ich den Nachtlicht, also das kann ich aber separat steuern, was ich sagen kann, wenn ich in die reine Nachtbeleuchtung reingehe, dass eben nur wirklich wenige Fenster leuchten, also nicht so alle wie jetzt gerade hier, sondern wesentlich weniger, das kann ich gut ansteuern. Auch das, da komme ich mal irgendwann drauf, dass ich sagen kann, ich habe eine reine Nachtbeleuchtung, da sitzt im Haus XY, sitzt da noch eine Nachteule, der da oben am Computer sitzt und ein Video schneidet. Also da kommen noch viele Spielereien auf uns zu. Also wie gesagt, je später der Abend auf meiner Anlage, umso weniger Lichter sollen leuchten. Kommt aber alles noch. Hier sehen wir mal die Litze, die ich vorhabe. Das sind, glaube ich, 40 Meter, die ich da gekauft habe.
Und die können dann sozusagen durch diese vielen Adern, die da drin sind, das sind 16, 2, 4, 6, ich glaube 16-adrig ist das. Das reicht ja, weil die Platine macht ja 16. Ich weiß nicht, habe ich richtig gezählt? Wer Lust hat, kann es nachzählen. Ich glaube 16 Adern sind das. Und so kann man dann das Ganze eben schön überall ansteuern. Ja, ich muss ja eben nicht die Räume pro Platine, sondern ich kann ja auch Platine Anschluss 2 an das Haus ranmachen, Platine 3 Anschluss 2 an das nächste Räumchen und so weiter und so fort. Das kann ich also alles mit rumspielen. Hier sehen wir den Stecker, den wir am Anfang des Videos eingebaut haben oder ich eingebaut habe. Und ja, das ist eine super Sache und damit kann man das eben wunderbar alles ansteuern. Das brauche ich natürlich jetzt deswegen hier noch so ein Modul, noch so ein Steckerchen für die ganzen Module. Ich habe ja noch einige Module mehr und die muss ich natürlich mit Steckern versehen. Wenn ich mal was warten will, möchte ich die gerne wegnehmen können. Ja, und nicht da irgendwo rumhängen haben. Das sind die anderen Platinen, das brauche ich ja zum Fünferpack. Das lohnt sich durchaus, so ein Fünferpack irgendwo zu kaufen. Einzeln kamen die, glaube ich, 15 Euro das Stück oder sowas. Also da kann man wirklich schon was machen. Ja, hier sehen wir noch mal das Häuschen und hier sehen wir noch ein Häuschen. Ja, was hat der Uli denn da gemacht? Warum habe ich zwei Häuschen? Warum das zwei sind, das zeige ich euch wahrscheinlich nächste Woche. Und was das mit den rechten und mit dem linken Haus auf sich hat, als es nämlich ein riesen Mist passiert, das erzähle ich euch dann entsprechend in der nächsten oder übernächsten Woche, wie ich es einflechten kann. Ich will mal gucken, ob ich die Themen ein bisschen wechsle, dass es eben interessant bleibt für euch. Dann sage ich, macht schön gut, bis nächste Woche und bis dahin, tschüss.